Hallo und seid mir ganz herzlich willkommen zurück zu Dämonikon. Ja, Chiron ist immer noch in den alhanischen Ruinen. Wir haben es mittlerweile geschafft, zwei dieser Maschinerien zu reparieren. Und jetzt müssen wir noch die dritte reparieren. Und da müssen wir da runter und noch einmal Spinnenseide besorgen. Ich hoffe, dass ich da auf dem richtigen Weg bin und vielleicht sollten wir noch mal gucken, ob wir noch irgendwas Gutes für uns tun können. Gewandtheit. Körperkraft, da können wir nichts machen. Das ist schade. Hier können wir auch nichts machen. Ja, ich glaube, da müssen wir noch so ein bisschen Waffen-PA-Wert. Erhöht das Waffentalent. Parieren. Was haben wir hier noch? Ja, genau, das lassen wir mal. Genau, und dann machen wir hier ein bisschen Mana-Regeneration. Mana-Regeneration und die Ausdauer für unsere Wurfdolche. Ich glaube, hier können wir nicht allzu viel tun. Ja, wir könnten die Nova noch ein bisschen ausprägen. Schaden 3 TP. Und 2,5 Meter. Alle Gegner. Warte mal. Hallo? Kann ich das hier nicht verbessern? Habe ich das schon verbessert? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, okay. Jetzt gehen wir also da runter. Da müssen wir lang. Um die nächsten Spinnen. Bin ich denn da richtig? Müssen wir wirklich hier lang? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht schon so aus, oder? Ja, da unten leuchtet es auch. Dann sind wir zumindest nicht ganz falsch. Da hat es auch schon Spinnenweben. So, anschauen. Baumaterial oder Abfall? Je nachdem, wie geschickt man sich anstellt. Ah ja. Okay. Die sind geradeaus vor, oder? Die nächsten Spinnen. So sieht das aus. Uff, laufen wir einfach mal. Und gucken, wo wir landen. Und da war ja noch diese Schlucht, wo die ganzen Wolfsechsen rummachen. Geht das jetzt hier schon los, das Kämpfen? Ich glaube, wir sind richtig. Ich denke, dass wir richtig sind. Gibt es da noch irgendwas zu finden? Nein, so da. Ah, da sind die Wolfsechsen. Na, wunderbar. Ich muss gerade mal gucken, haben wir denn noch Antidot? Ne, Antidot haben wir keins mehr. Das ist doof. Können wir welches brauen? Wir können allerlei Gifte machen. Dämonisches Schutzelixier. Aufputschmittel. Wundschaden minus 25. Kaltes Konstitutionselixier. Konstitution plus 2. Goldleim des Plackerats. Treffer bewirkt für 3 Minuten 30. Rüstung minus 4. Krötenschemelgift. Oh, das verringert die Angriffsgeschwindigkeit. Das verfaulte Krötenschemelgift. Das machen wir jetzt. Und ich glaube, dass wir damit jetzt unsere Wurfdolche vergiften. Die alhanische Keule. Erhöht offensive Manöver um 2. Das machen wir auch. Zerhauene Giftstuhlnägel. Genau. Ja, ich denke, genau das machen wir jetzt. Alhanische Keule kriegt das. Und dann vergiften wir unsere alhanische Keule mit dem verfaulten Krötenschemelgift. Dann nehmen wir die Keule. Genau. Jo, okay. Wunderbar. Na, hoffen wir mal, dass wir da mit diesen Herrschaften da unten fertig werden. Ja, nur wirklich relativ viele, gell? Und dann hauen wir gleich mal drauf. Und dann werden wir die mal alle so ein bisschen mit Eis belegen. Also das ist schon nicht schlecht, diese kleinen Flächenzauber zu haben. Nochmal, kommt auf. Ja, das ist super. Ich bin so froh um dieses. Guck mal, da gibt es da sogar. Ich bin wirklich froh um dieses. Vergiftung widerstanden. So, und komm, hau drauf. Und jetzt sind wir dann doch vergiftet. Naja, gut, okay. Dann muss es eben so sein. Ah, noch nicht genug Mana. Okay, komm, hau drauf. Also um diese Zauber bin ich wirklich sehr dankbar. Und los geht's. Hau dir die weg. Hau sie weg. Chiron, hau sie weg. Yuppie, 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 yuppie. Und kommen die vier. Juppa. Komm, solange wir Energie haben. Aber jetzt sind wir dann gleich mit unserer Ausdauer ziemlich am Ende. Egal. Egal. Komm, 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 komm.
Los geht's. Vergiftung widerstanden. Ja, yeah. Ich glaube, wir müssen unsere Konstitution noch weiter hochnehmen. Dann sind wir nämlich, glaube ich, auch gegen Gift. Ah, frisches Wolfsechsenfleisch. Wunderbar. Dann sind wir nämlich, glaube ich, auch so ein bisschen geschützt vor Vergiftungen, wenn ich das richtig verstehe. So, jetzt müssen wir da rein. Können wir denn jetzt was skillen? Körperkraft. Nö, können wir nicht. Auch hier noch nicht. Okay. Da könnten wir die Regeneration oder den Ausdauer. Was haben wir denn hier noch? Erhöht Chirons Lebensenergie. Ja, das machen wir. Das kann immer nie schaden, finde ich. Übernehmen. So, wie viel Lebensenergie haben wir denn jetzt? Das ist bloß um einen Punkt erhöht, wenn ich das richtig sehe. Das ist jetzt nicht ganz so der Bringer. Okay, dann laufen wir hier mal rein. Da haben wir jetzt wieder mit den Spinnen zu tun. Oh Mann. Gut, gut, gut. Ich hatte so den Eindruck, dass das von Mal zu Mal mehr werden. Sind wir jetzt direkt da vorne. Da vorne ist das, was wir benötigen. So. Wo sind die Spinnen? Spinnen. Gleich kommen sie. Ja, natürlich lässt er mich erst mitten rein. Ist klar. Mach mal, dass du da wegkommst, Chiron. Und dann schaffen wir erstmal hier mit den Wurfmessern. Wo sind die Großen? Noch sind keine Großen da, also solange keine Großen da sind. Wir hoffen auch, das bleibt so. Hätte ich ja nichts dagegen. Ah, da hinten kommt eine. Jetzt kommen sie. Jetzt mach, dass du da wegkommst, Chiron. Hau drauf, Chiron. Und nochmal die drei. Ja, yeah, und du schon wieder vergiftet. Das ist doch nicht zu glauben. Mach, dass du wegkommst. Mach, dass du wegkommst hier. Jetzt komme ich da wieder nicht raus. Das empfinde ich bei diesem Spiel als riesen Nachteil, ehrlich. Dass ich nicht aus dem Kampfgeschehen rauskommen kann. Dass ich mich nicht dahin zurückziehen kann, wo ich mich gerne zurückziehen würde. Großer Nachteil. Komm. Und komm, Eis. Heilung, 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 Chiron. Ja, 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 los, 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 los. Nein, dann haben wir dich schon. Hau drauf, hau einfach drauf. Nicht genug Ausdauer. Mach, dass du da wegkommst. Und hau drauf, Chiron. Krötenschimmelgift verbraucht. Dann nimm eine Heilung. Genau, hau drauf. Und Eis, komm. Nee, nicht abstürzen. Gottes Willen, nicht das Programm abstürzen. Und wieder. Yes, okay, da haben wir sie. Das war das alles? Jawohl. Tropfende Spinnenfangzähne. Und da vorne können wir auch was finden. Sagen und Legenden. Sehr schön. Dann holen wir jetzt erstmal unsere Seide ab. Also diese Zauber sind echt nicht schlecht, die Gegner verlangsamen. Aufnehmen. Die Spinnenweben. Gut, okay. Dann gehen wir jetzt hier hoch noch. Ist das irgendwie wie eine Falle? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann gehen wir hoch. Guck mal, was wir hier finden. Ein schwacher Heiltrank. Zerhauene Dachstuhlnägel. Juppie. So. Gut, Gift ist verbraucht. Wie sieht's denn aus mit unseren Heiltränken? Haben wir noch 11 und 5? Was könnte man denn auf 3 legen noch? Naja, gut, lassen wir es erstmal, wie es ist. Und jetzt, wo geht's hin? Müssen wir jetzt zurück zu Latika? Sieht so aus. Okay, dann werden wir erstmal reparieren. Da ist nichts mehr. Dann gehen wir erstmal reparieren. Und dann ist die Frage, wahrscheinlich geht's dann zurück zu Latika oder aber es wird gleich Gamat auftauchen. Und bin ich mal gespannt, ob wir mit Gamat sprechen müssen, weil er darf nicht der Letzte sein. Das war die Botschaft, die Falk uns bezüglich Gamat hinterlassen hat. Und nach wie vor fehlt in meiner Zählung für. Warte mal, anschauen. Achso, das haben wir schon angeguckt, genau. In meiner Zählung fehlt mir nach wie vor einer. Ich komme immer nur auf 6. So, Maschine repariert. Dann benutzen wir das mal. Und dann werden wir mal gucken, was passiert. Ob jetzt Gamat auftaucht.
Bum, 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 ja. So, repariert. Klasse. So, dann haben wir den Quest aktualisiert. Dann gucken wir jetzt mal ins Questlog. Sprich mit Latika. Gamat sucht ein harnisches Artefakt. Gamat ist im Krallenmoor. Ja gut, Kalandras Vision. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Jedenfalls erstmal Gespräch mit Latika. Da steht sie und da steht wohl auch Gamat. Bist du Gamat? Für den Moment sind sie weg, aber ich bin sicher, sie wird jemanden schicken. Sie wird einen Erwachten schicken, der mich holt. Nee, ist nicht Gamat. Die Zeremonie. Ich muss alles vorbereiten. Es wird hier bald voller werden, Latika. Jetzt müssen alle helfen. Mit vereinten Kräften können wir es schaffen. Das Artefakt bringt die Freiheit. Der Ghoul. Für dich und für mich. Und auch für die Auserwählten. Schon bald werden wir alle erlöst sein. Das ist ein großes Opfer für das Dorf. Vielleicht will er ja gar nichts tun. Wenn er kommt, meine ich. Es ist der einzige Weg. Das Ringen muss ein Ende haben. Was zum... Gamat. Also Gamat. Endlich. Er ist es. Der Erwachte ist hier. Du warst das. Du hast die Maschinen wieder in Gang gesetzt. Latika, warum hast du mich nicht gewarnt? Das wirst du bereuen, du dummes Stück Fleisch. Gamat, wo ist Kalandra? Welches Spiel treibst du hier? Du denkst, ich bin schwach. Ihr alle denkt, ich bin schwach. Aber ihr irrt euch. Ich werde es finden. Ich werde eurem Kreis entkommen, Erwachter. Und meine Seele wird nur mir gehören. Kämpft auch um seine Seele. Hör mir zu, verdammt! Du bleibst hier, Bruder. Wenn du mir weiter nachstellst, nehme ich dein Leben und deine Gabe. Och Mensch, Gamat, ich will mit dir reden. Der sieht irgendwie übel aus. Ich frage mich, warum der so übel aussieht. Mit welchen Kräften hat er sich eingelassen? Würden wir auch so aussehen? Sei gewarnt, Bruder! Sei gewarnt! Oh. Kryptisch. Ja, gut, Quest aktualisiert. Offenbar habe ich die Ratte aus ihrem Loch gelockt. Aber was war das für ein Auftritt? Das ist eine gute Frage. Er hat Angst vor dir. Aber warum? Hast du das Brüllen gehört? Das war Gamats mächtigster Ghoul. Ich glaube, er soll mich töten. Gerade jetzt, wo die Maschinen wieder laufen? Nein, das wird nicht passieren. Danke. Danke, Chiron. Hier, nimm das. Vielleicht hilft es dir gegen den Ghoul. Heilmittel? Lass uns mal ein paar mehr Informationen haschen. So, Gamat und Latika, bitte berichte mir, Süße. Du scheinst Gamat recht gut zu kennen. Er ist ein sehr trauriger und einsamer Mann. Und er hat ständig Angst, dass jemand kommt und ihn zurückholt. Woher weißt du das? Wenn es Gamat schlecht geht, spricht er mit mir über seine Sorgen. Ich bin die Einzige, die ihm zuhört. Hab ja keine Wahl. Gamat und ich haben viel gemeinsam, weißt du? Wir sind beide irgendwo zwischen den Welten und gehören nirgends richtig dazu. Ich bin keine richtige Untote und er ist kein richtiger Nekromant. Sondern... Tja, er ist ein bisschen Mensch, ein bisschen Sumpf und ein bisschen was richtig Böses. Gamat und Ulef? Weiß Ulef, was hier passiert? Nicht ganz. Gamat sagt ihm, dass es den Auserwählten gut geht. Dass sie beim Graben auseinanderfallen, verschweigt er. Warum? Mein Vater will Gamat glauben. Wenn er nicht tut, was Gamat will, hetzt der heilige Mann den Ghoul auf mich. Das weiß er. Oh Mann. Manchmal wäre ich lieber tot. Oh Gott. Du bist tot. Nicht so richtig. Sag sowas nicht. Ich weiß doch selbst, dass ich gegen den Willen der Götter existiere. Was hält dich dann zusammen? Die Hoffnung. Ich meine, vielleicht finden wir hier wirklich das alhanische Artefakt, das Gamat uns versprochen hat. Das könnte mich retten. Oh, Latika. Willst du nicht lieber zurück zu deinem Vater? Du musst hier nicht leben. Ich soll zurück nach Farnfeld? In dem Zustand? Warum nicht? Weil ich dann die Illusion zerstöre, aus der die Farnfelder ihre Hoffnung schöpfen. Auf der anderen Seite ist die Wahrheit natürlich wichtig. Und wir wissen nicht, ob die Seelen der Auserwählten zu den Göttern gelangen oder zu Targoni dort in die Niederhöllen fahren.
Nein, nein, ich kann das nicht entscheiden. Nicht jetzt. Okay, warum Untote graben lassen? Wieso lässt Gamat hier nur Untote graben? Wenn es Hoffnung auf ein heilendes Artefakt gibt, würden die Farnfelder sicher mit anpacken. Ja. Riechst du das nicht? Der Gestank ist giftig. Kein normaler Mensch kann hier überleben. Ich schon. Ein wenig seltsam, findest du nicht? Mhm. Bist du sicher, dass du nicht auch tot bist? Dann hätten wir was gemeinsam. Latika, die gefällt mir wirklich richtig gut, die Latika. So, Seuche in Wahrung. Hat Gamat dann die Seuche nach Wahrung gebracht? Wahrscheinlich. Schwer zu sagen. Ich vermute, sie entstand, als Gamat von Makra in die Grube geworfen wurde und sich mit dem Sumpf verband. Durch seine Kleider hat sich die Seuche wohl weiter verbreitet. Vielleicht wollte sich Gamat wirklich an den Farnfeldern rächen, weil sie ihn verjagt hatten, als er hier zum ersten Mal nach alhanischen Artefakten suchte. Als ich erkrankte, verlor mein Vater den Glauben an die Götter. Durch den Einsatz des Talismans erregte Gamat das Aufsehen, das er brauchte. Vater ist ihm sofort gefolgt. Okay, gut. Dann wissen wir das auch. Jetzt ist die Frage, was ist der Auftrag? Meinst du wirklich, Gamat will den Ghoul auf dich loslassen? Ich habe mit dir gesprochen. Deswegen soll er mich zerfetzen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Du oder er? Ich habe falsch gewählt. Chiron, ich habe Angst. Bitte töte den Ghoul. Er würde die anderen hier nicht mehr auffressen. Ich müsste keine Angst mehr haben und Gamat könnte meinen Vater nicht mehr erpressen. Meinst du, Ulef würde Gamat abschwören, wenn er sich wieder frei entscheiden könnte? Ich weiß es nicht. Aber es gibt eine Chance. Bitte, Chiron, bitte. So, gibt's da jetzt noch mal mehr Infos? Nein. Okay. Gut, der Auftrag ist klar. Dann gehen wir. Ich gehe jetzt. Latikas Bruchstück. So, das schauen wir uns gleich mal an. Das Latikas Bruchstück. Was du bist. Bewirkt permanent Wunschwelle plus 1. Veteranenhemd mit Stacheln. Dann nehmen wir das Veteranenhemd. Lass mal kurz gucken. Was sich da dann da unten verändert. Tja. Letzte Question. 26, 53, 149. Tja. Okay, man kann sich so ein bisschen hin und her entscheiden, welche wir nehmen. Aber wir nehmen jetzt und hauen da Latikas Bruchstück drauf. Jawohl. Wunschwelle plus 1. Ich finde, das ist nicht schlecht. Da sind wir vielleicht mit dem Vergiften da nicht ganz so. Können wir dann was skillen? So ein bisschen können wir skillen. Gewandtheit, Konstitution. Ich muss zäher werden. Das sehe ich auch so. Und deswegen werden wir jetzt zäher. Und hauen noch mal ein bisschen was auf Chirons Lebensenergie drauf. Und erhöht das Waffentalent. Machen wir auch noch. Kann nichts schaden. Weil wir müssen jetzt einen Ghoul erschlagen. Und wahrscheinlich müssen wir da hoch, da wo der gute Gamat hin ist. Ja, genau so sieht's aus. Ich denke, das machen wir heute noch. Oder gehen zumindest mal gucken. Ein Stück gehen wir gucken. So. Weil natürlich können wir Latika besiege Ghouls, Gamats mächtigen Ghoul. Okay, weil ich finde, dass wir Latika da nicht in ihrem Leid sitzen lassen dürfen. Ich mag die nämlich. Ich finde die wirklich klasse. Latika gefällt mir gut. Gut, da geht's nicht weiter. Und dann laufen wir halt da unten rum. Sind wir denn richtig? Wir sind richtig. So, müssen wir einen Ghoul besiegen. Wunderbar. Da kommt Freude auf. Der mächtigste Ghoul, der ist wahrscheinlich jetzt 3 Meter groß, haushoch. Da vorne leuchtet irgendwas. Grünzeug.
Pflanzenkunde. Eine Alpsprössling. So. Schön langsam, da wird gespeichert. Das ist gut zu wissen. Ach, können wir nicht lesen. Wahrscheinlich wären da jetzt wichtige Informationen zum Ghoul. Naja. Okay. Es hilft ja nichts. Da ist der Ghoul. Und hau drauf. Und nochmal, komm. Du Ghoul, du. Und nochmal. Oh man, der zu lang. Weg da, Chiron. Weg da, weg da, weg da, weg da. Der ist nämlich... Komm, du Ghoul, du Wichtiger. Du... Ja, ja, los. Und hau einfach drauf, Chiron. Und nochmal. Also dieser Zauber gefällt mir wirklich richtig gut. Hau drauf. Chiron, hau drauf. Weil wenn der mich einmal trifft... Heilung. Und weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Und Messer. Komm. Ja, wunderbar. So, Ghoul. Hat bald ausgeghoult, würde ich denken. Aber das ist tatsächlich so, wenn der einmal zuhaut... Oh, der regeneriert ziemlich schnell. Ja, das war ja klar. Komm, dann hau drauf. Ah, ich hab ihn. Huhu. So, ein Ghoul weniger im Krallenmoor. Mhm. Danke, Kaio. Bitte, bitte, Latika. Eine hübsche Untote in Nöten. Wer könnte da nein sagen? Alter Schmeichler. Nehmen wir den Kuss an? Oder lehnen wir ihn ab? Ich denke, wir lehnen ihn ab, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass es uns dann ähnlich geht wie Chiron. Möglicherweise wird Latika dann böse sein, aber es ist egal, ich will ihn nicht haben. Was soll das? Hm. Du hast mich gerettet. Ich muss mich doch irgendwie bedanken. Aber jetzt beeile dich. Gamat wird nicht mehr lange warten mit seiner Zeremonie. Mhm. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, will er nun ein Pfahnfeld durch den Quell des Lebens schicken. Oh, Gottes Willen. Dann gibt es einen Aufstand. Genlas Leute werden sich gegen ihn und Ulef stellen. Du musst ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Wir sind gefangen, komm mit. Komm mit, Schatz. Wirst du nicht mit mir kommen? Ich würde nichts lieber tun. Aber ich kann mich nicht zwischen Genler und meinen Vater stellen. Das würde alles nur schlimmer machen. Ja. Sollen die Farnfelder wirklich die Wahrheit erfahren und dadurch alle Hoffnung auf ihr Paradies verlieren? Nein, Chiron. Das kann ich nicht entscheiden. Es liegt in deiner Hand, was du mit der Wahrheit anfangen willst, die du hier gefunden hast. Okay. Es wird schwer, hier rauszukommen. Mhm. Das Tor am Anfang der Schlucht versperrt den Weg. Weißt du, Gamat musste nicht immer tauchen, um hierher zu kommen. Ja, aber wie kam er her? Im Unterschlupf des Ghouls muss es einen geheimen Ausgang geben. Jetzt, wo das Biest weg ist, kannst du ihn benutzen. Gut, Latika. Wir sehen uns später. Ich freue mich darauf. Schöner Mann. Ich mag sie total gerne. Okay, alles klar, ihr Lieben. Ich denke, nachdem wir den Ghoul nun fertig gemacht haben und er Gott sei Dank nicht so schnell heilen konnte, wie wir ihn erschlagen haben, machen wir das nächste Mal weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Ihr wisst ja, bis bald. Ciao.